Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die spanischen Sozialisten unter Ministerpräsident González haben ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigt. Der Innenminister Spaniens gab vor wenigen Minuten bekannt, dass die Sozialisten 188 der 350 Parlamentssitze erhalten haben. Gegenüber 1982 verloren sie allerdings bei diesen Parlamentswahlen 14 Mandate. Zweitstärkste Partei bleibt die konservative Volksallianz mit 99 Mandaten. Die Wahlbeteiligung betrug in Spanien über 70%. Der Innenminister stützt sich bei seinen Angaben auf eine Hochrechnung nach Auszählung von 40% der abgegebenen Stimmen. Nach den jüngsten amerikanischen und sowjetischen Abrüstungsvorschlägen sieht Außenminister Genscher Chancen, noch in diesem Jahr eine Verbesserung der Ost-West-Beziehungen zu erreichen. Auf einer FDP-Veranstaltung in Hessen meinte Genscher, die Sowjetunion habe deutliche Schritte in Richtung der westlichen Verhandlungsposition getan. Bundeskanzler Kohl rechnet noch in diesem Jahr mit einem Treffen zwischen Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow. Darauf aufbauend könnten ernsthafte Ergebnisse erzielt werden, meinte Kohl im Süddeutschen Rundfunk. In Hamburg hat der 49. internationale PEN-Kongress begonnen. Zum dritten Mal findet die Jahrestagung der weltweiten Autorenvereinigung, die vor 65 Jahren in London gegründet wurde, in Deutschland statt. Das Thema des Kongresses in diesem Jahr ist Zeitgeschichte im Spiegel zeitgenössischer Literatur. 420 Schriftsteller aus über 80 Ländern haben sich zu der fünftägigen Veranstaltung angemeldet. Ein Schwerpunkt der Tagung ist das Schicksal politisch verfolgter Autoren. Das oft kontroverse Verhältnis zwischen Schriftstellern und Politikern sprach Bundespräsident Richard von Weizsäcker an. Tagte der internationale PEN-Club zum ersten Mal. Die natürliche Spannung zwischen Literatur und Politik macht indessen eine Begegnung von beiden keineswegs sinnlos. Im Gegenteil, beide können dabei gewinnen. Der Politiker muss seinen Blick von der schimmernden Oberfläche der Dinge in ihre dunkleren Tiefen lenken. Der Schriftsteller kann lernen, seine Vorstellungen immer von Neuem am Gewicht der Realitäten zu messen. SPD-Fraktionschef Vogel hat sich dafür ausgesprochen, die Möglichkeit von Volksbegehren und Volksentscheiden besser zu nutzen. So könne durchaus in Erwägung gezogen werden, dass Änderungen des Grundgesetzes nur noch mit Zustimmung des Volkes möglich würden. Vogel sprach zum Abschluss des rechtspolitischen Kongresses der Sozialdemokraten in Essen. Die katholische Bischofskonferenz Südafrikas hat nach Worten ihres Vorsitzenden, des Erzbischofs von Durban Hurley, andere Länder zu Sanktionen gegen die Regierung in Pretoria ermuntert. Einzelheiten wollte er nicht nennen. Vor Journalisten in New York meinte Hurley weiter, möglicherweise müsse die Kirche auch Gewalt als einziges Mittel gegen die Rassentrennung akzeptieren. Es gebe in der christlichen Geschichte Beispiele gerechtfertigter Gewaltanwendung. Die Niederschlagung der Gefangenenmorderei in Lima vom vergangenen Donnerstag wird nun offiziell untersucht. Der peruanische Präsident García setzte einen parlamentarischen Ausschuss ein. Soldaten hatten bei der Erstürmung der drei Haftanstalten 276 Häftlinge erschossen. 60 wurden angeblich getötet, nachdem sie sich bereits ergeben hatten. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Zunächst überall sonnig, am Nachmittag im Westen und Süden örtlich zum Teil starke Gewitter, dabei sehr schwül. Tagestemperaturen zwischen 20 Grad an der Küste und 28 Grad im Südwesten. Die nächste heute Sendung in der Halbzeitpause des Fußballspiels Spanien-Belgien gegen 0:45 Uhr.